habt ihr denn, Freunde? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, Even, das ist Woody und heute ist mein Papa mal Kameramann und ich zeige euch heute, wie wir die ganze Lüftungsanlage eingebaut haben. Und bleibt dran! Okay! Ja, auch mal hallo von mir. heute sprechen wir nun mal kurz das Thema Belüftung an. Gab immer mal wieder eine Nachfrage, warum es hier in diesem Terrarium gar keine Lüftungsschlitze gibt. Aber wie ihr wisst, es ist ja eine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung und es ist dann fertig, wenn wir sagen, es ist fertig. Sprechen wir das kurz durch. Wir haben nämlich jetzt die letzten Teile noch bekommen. Die ganze Lüftungsanlage oder überhaupt Terrarien-Lüftungsanlagen sind ja meistens immer gleich gebaut. Man hat irgendwie unter den Schiebescheiben oder seitlich über den Bodengrund einen Lüftungsschlitz und oben Lüftungsschlitz und nutzt einfach die natürliche Ventilation. Ne? Das ist so bei 99% der Terrarien immer gleich. Ne? Die Leute, die selber bauen, machen immer mal wieder ein bisschen was anderes, aber das ist so der Standard. Wir haben das ein bisschen anders gebaut und warum? Ihr wisst ja, das ist mehr oder weniger, ne, nochmal anderthalb Seiten Glas mehr als bei dem normalen Bau. Und da will ich natürlich auch nicht, dass wir Unmengen an Energie verbrauchen. Also im Rahmen des Recyclings haben wir uns ein bisschen was anderes vorgestellt. So, was machen wir? Wir haben also, wie ihr hier sehen könnt, ich switch mal kurz um. Wir haben also in unserem Terrarium, wie ihr schon überall gesehen habt, nirgends irgendwo eine Belüftung. Keinen einzigen Belüftungsschlitz. Wir haben diese ganze Belüftung aufgeteilt in einmal mechanisch, also zwangsbelüftet, und einmal über Lüftungsschlitze, da kommen wir gleich zu, über die ganz normale Ventilation. Ich springe mal erstmal ganz kurz zur Technik der Zwangsbelüftung. Allerdings könnt ihr auch hier oben in die Videos klicken, da haben wir das schon mal einmal gezeigt. Was haben wir hier? Wir haben, hier ist das, es ist nur Provisorium, nicht dass einer sagt, Mensch, das sind ja hässliche Dinger. Hier oben haben wir einen Zuströmer, der, wenn wir mal kurz aufs Terrarium springen, upsala, mal gucken, wie ich da hinkomme. Zack. Nee, habe ich hier oben, wie ihr wisst, auch zu sehen, einen großen Kabelkanal, in dem ich die ganze Technik verbaut habe. Und auch hier im Recycling-Gedanken sind die ganzen Vorschaltgeräte der Beleuchtung verbaut. Somit ist es hier schön warm drin. Hier habe ich meinen Lüfter. Der saugt ganz normal, zeitgesteuert und temperaturgesteuert aus diesem Kanal, von dort ganz hinten. Die Luft durch den Kanal saugt die erwärmte Luft hier runter ins Terrarium. Sollte es jetzt so in den Sommermonaten wärmer sein, habe ich hier die Möglichkeit, sieht man ja quasi, das Ganze aufzuschieben, den Kanal. Und der Lüfter kann aus der Raumluft quasi die kühlere Luft ansaugen. Also habe ich hier schon mal auch eine Möglichkeit, die Luft, den Luftstrom selber einzustellen. Wie gesagt, bei den meisten Terrarien ist es ja so, die Lüftung ist fest eingebaut, man kann nichts dran verändern. Der ein oder andere hat Probleme mit beschlagenen Scheiben. Es ist einfach nicht variabel. So, wie gesagt, der Ausströmer, je nachdem wie warm ich die Luft haben will, pustet hier die Luft rein. Die warme Luft behält oder bleibt hier unter diesem ganzen Deckel, der komplett zu ist. Und diese warme Luft wird dort hinten von meinem Ventilator angesaugt. Und hinter dem Baum wird der Luftstrom nach hinten geführt. Schaut euch dazu, wie gesagt, gerne meine Videos an. Da ist das alles zu sehen. Ich mache mal hier die Scheiben auf, wie es dann weitergeht. Und das Ganze kommt dann in den unterlüfteten bioaktiven Boden. Auch mal oben in die Videos gucken, ganz interessante Sache. Das bedeutet, dieser ganze Boden hat unten einen Hohlraum. Die warme Luft strömt unten durch und kommt hier, ich denke mal nicht, dass man sehen kann, hier hinter, hier unter habe ich einen Ausströmer. Ne, kann man leider nicht sehen. Und dort hinten in der Ecke, hinter einer Wurzel, ist auch ein Ausströmer. Hier ist ein Temperaturfühler davon. Was macht das? Die warme Luft, die warme, absolut trockene Luft von hier oben wird hier hinter gesaugt, wird unter den Boden gedrückt und nimmt unten die Feuchtigkeit aus dem Boden und drückt die dann wieder befeuchtete Luft hier aus meinen Ausströmern raus. Das Ganze habe ich hier mal
gleich mal in so einem kleinen Video, in so einem Zeitraffer. Da kann man das mal ganz gut sehen, wie sich da die Luftfeuchtigkeit verändert. Der Vorteil ist, ich, wie gesagt, recycle warme Luft von oben, die sowieso da ist, verliere relativ wenig durch diese Bauweise, befeuchte es unten durch den Unterboden. Der Vorteil ist da auch wieder, ich habe keine Schimmelmöglichkeiten. Den Aufbau, wie gesagt, guckt euch oben in diesem bioaktiven 2.0 Video an. Ja, und strömt dann hier aus. Das ist quasi meine maschinelle Geschichte, die ich selber variieren kann. So, und jetzt kommen wir aber noch mal zu den zusätzlichen Lüftungen, weil das ist natürlich nicht ausreichend. Was habe ich hier für weitere Lüftungsmöglichkeiten? Wer sich meinen Scheibeneinbau angeguckt hat, die über diese rollengelagerten Schiebescheiben angeht, wird feststellen, dass es einen immensen Unterschied zwischen rollengelagerten Scheiben und den ganz normalen in den Kunststoffscheiben führenden Scheiben sind. Denn, ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, bedingt auf eine Scheibendicke von 6 mm entsteht zwischen beiden Schiebescheiben ziemlich genau ein 0,9 mm Luftspalt. Das bedeutet, über die komplette Höhe habe ich hier schon fast 1 cm Luftspalt zwischen beiden Scheiben. Und das Ganze, jeder, der den Bau verfolgt, weiß das, habe ich nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Das bedeutet, ich habe schon mal eine diagonale Belüftung. Und das ist nicht zu unterschätzen, 1 cm auf 1,30 m, das ist nicht wenig. So, jetzt war mir das aber auch noch zu wenig. Was haben wir noch? Ich denke mal nicht, dass man es jetzt hier sehen kann. Verfolgt meinen Bau, klickt oben die Videos, dann werdet ihr wissen, dass hier hinter ist ein großer Höhleneingang, der zu einer Höhle unter dem Teich führt. Und nicht erschrecken, es ist nicht aufgeräumt, es ist nicht fertig gebaut. Hier drunter befindet sich die Höhle und da ganz hinten, vielleicht seht ihr das, ist der Durchbruch. Das bedeutet, dort kann die Luft zirkulieren und hier in diese Schiebetüren, die auch nur provisorisch sind, kommt auch nochmal ein Lüftungsschlitz. Das bedeutet, die Höhle wird auch durchlüftet. So, weiterhin die nächste Geschichte, die wir dann gebaut haben. Die Bauteile oder das Bauteil habe ich jetzt erst bekommen. Ich habe hier eloxiertes Aluminiumblech verwendet, habe geguckt, ob ich das vernünftig kanten kann, habe da mal einen Test auf einer Kantbank gemacht und das funktioniert einwandfrei. Weil ich, wie gesagt, ich würde gerne jeden Parameter hier in dem Teich, hier in dem Terrarium gerne selber steuern. Das bedeutet auch, die Belüftung möchte ich selber steuern. Und zwar warum? Ganz klar, im Sommer, ne, so wie jetzt, die Testphase habe ich jetzt schon. Also hier wird es tatsächlich, auch wenn es eine Ganzglasbauweise ist, so warm, dass die Lampen einzeln abschalten. Also das reicht vollkommen. 4 Lampen a 70 Watt fangen an abzuschalten. Ich habe, wie gesagt, hier oben kann man sehen, 38, 39 Grad auf 40 Grad. Dann hier oben Fühler sind 26 Grad. Ja, dann haben wir hier auf Fühlern 26, 28. Also Temperaturen sind sehr gut. Aber dadurch, dass es hier im Sommer sehr warm wird, wollte ich meine Belüftung steuerbar machen. Wie haben wir das gemacht? Wenn ihr mal hier schaut, gucken wir mal von ein bisschen weiter weg, habe ich hier auf dieser Seite und auch diagonal wieder auf dieser Seite, wenn man das hier sieht, mir Lochblech gekantet. Wir schauen gleich mal, wie das hier befestigt ist. Gucken hier mal. Hier ist also quasi gar kein
fast gar keinen Schlitz mehr. Das läuft also ganz sauber hinter dieses Profil. Und das Profil ist hier hinter gekantet und verschraubt. Das ganze Blech ist 6 cm breit. Und was kann ich jetzt machen, wenn ihr das euch mal anguckt? Ich kann jetzt für mich variieren, diagonal von da drüben nach hier, inwieweit ich den Lüftungsschlitz geöffnet haben möchte. Ich kann also im Sommer das Ganze ganz weit offen lassen, verriegel dann dort logischerweise das Schloss und hier hinter lege ich einen Stopper in die Schiene und im Wintermonaten kann ich das Ganze zuschieben, aber wenn ihr den Einbau verfolgt habt der Scheiben, wisst ihr, die Scheiben gehen auch bedingt durch die eingebauten Stopper auch nicht ganz zu. Es ist immer einen halben Millimeter Luft. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Das bedeutet, ich habe also auch bei der Belüftung die Möglichkeiten, hier einiges zu regulieren. Ja, das war im Prinzip unser ganzes Geheimnis der Belüftung. Es funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, der Gartenteich läuft ja jetzt nun schon eine ganze Weile. Hier läuft die Beregnungs- oder Befeuchtungsanlage. Hier ist relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Ich habe keine beschlagenen Scheiben. Also wie gesagt, daraus besteht unsere ganze Belüftungsanlage. Einfach und steuerbar. Ja, da haben wir heute richtig viel gebaut. Richtig viel gebaut. Nämlich gar nichts. Ja. Aber ich hoffe, wir konnten euch jetzt zeigen, wie hier die komplette Lüftung funktioniert. Der Vorteil, wie gesagt, man kann ja sonst mal alles steuern, Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Bei der Belüftung scheitert es meistens, da denkt man eigentlich nicht so viel drüber nach. Wie gesagt, wir können es mechanisch verändern. Wir können es hier über die normale Ventilation, können wir Parameter verstellen. Also das ist vollkommen ausreichend und funktionsfähig. Ich hoffe, dass es auch den letzten Skeptiker jetzt, ja, zum Ende gebracht hat, hier immer wieder zu diskutieren, was für ein Fehlbau und was da alles für ein Schwachsinn da auf Facebook erzählt wird. Die Anlage funktioniert und wie gesagt, hat schon mehrere Monate oder mehrere Wochen läuft es jetzt so und wird noch mehrere Wochen und Monate laufen, bis hier überhaupt ein Tier einzieht. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt oben, wie gesagt, in unsere Playlist. Da sind unsere ganzen Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben. Es werden noch einige Schritte kommen. Leider, ja, ich hatte es auch schon mal ein paar Mal geschrieben, es fehlen hier unsere zwei Meter großen oder noch größer, 2 Meter, 2 Meter 10 großen Korkäste, die ich leider nicht so genau weiß, wie wir das transportiert kriegen, weil ich eigentlich keine anderen Äste haben will, obwohl ich morgen die Möglichkeit habe, Obstbaumäste zu bekommen. Da will ich mal sehen, ob ich das als Alternative sehe. Wie gesagt, seht das nicht als fertig an. Dieser ganze Bereich wird hinterher ein richtig dicht bewachsener Dschungel sein. Die Seite wird die Wasserseite sein. Also, ne, bevor man irgendwelche wildesten Kommentare schreibt, ne, abwarten, bis wir irgendwann mal sagen, jetzt ist es zu Ende und dann kann der Shitstorm losgehen. Alles klar. Lasst ein Abo und ein Like da. Oh ja, wenn ihr das auch noch wollt, drückt auch noch drauf. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.